Hallo Leute und herzlich willkommen zu Choose Satisfactory. Ich kann es doch nicht lassen. Ich nehme jetzt doch noch mal einen weiteren Part auf. Das heißt, ich schalte das Ding hier wieder ein. Schöne 20 Sekunden verschwendet, gefühlt. Nein, aber auf jeden Fall ein bisschen Zeit verschwendet, weil ich nicht wusste, okay, mache ich es oder mache ich es nicht. So, inzwischen habe ich übrigens auch herausgefunden, was die Leuchten heißen. Nicht nur, dass an oder aus ist, sondern auch, wie gut sie laufen. Das heißt, sind sie genügend mit Ressourcen versorgt oder nicht. Daher hier zum Beispiel nicht genügend Metall ankommt, macht es hier zum Beispiel Sinn, es runterzuschrauben. Während es woanders, wo es permanent grün ist, zum Beispiel es Sinn macht, hochzuschrauben und so weiter und so fort. Aber gut, das brauche ich euch, glaube ich, nicht zu erklären. Das sehen wir ja daran, dass ich halt einfach nicht mathematisch spiele, sondern also keine hohe Mathematik anwende, sondern einfach nur baue und dann halt gucke, okay, da soll eine Überproduktion stattfinden, da soll eine Überproduktion stattfinden, da soll eine Überproduktion stattfinden. Fertig. Weil ich sag mal so, Überproduktion von etwas ist auch irgendwie eine Mathematik. Und wie gesagt, irgendwie, ne? Das ist so. Ein Stack davon brauche ich. Ich brauche einen halben Stack davon. Und Schrauben brauche ich bestimmt irgendwann auch mal wieder, aber nicht jetzt. Ja, komm, passt erstmal. So, und ihr seht ja rechts außen, die 100 werden langsam aber sicher durch aeruiert. Warte mal, da fällt mir noch ein, was ich noch machen wollte. Ich wollte gucken, ob ich genügend Strom überhaupt rauskriege. Also, 54 von 75. Mal geguckt, ich kann genau. Beschleunige den Produktionsstep ein bisschen. Sind nochmal 10 mehr, das heißt, jetzt sind es 64. Richtig? Genau. Eine weitere Batterie werden es dann, glaube ich, 74. Aber ich glaube, jetzt von Tempo sollte es reichen. Genau. Sonst ist das nämlich zu sehr übertaktet und dann passt es halt gar nicht mehr. Grandios. Hier kommen wir fleißig die Kabel an. Aber das ist zum ersten Mal, dass ich wieder was übertakte übrigens, ne? Das läuft auch so langsam aus. Kann es ja mal temporär noch mit einer weiteren Batterie versuchen. Ob es die Lösung ist, ist die andere Frage. Ganz schlecht. Ich muss da hinten ein wenig vom Strom abschalten. Das heißt, du gehst vom Netz. Und dann sollte es gerade so reichen.
gerade so reichen? Fragezeichen. Okay, ich sehe gerade, Orange ist der definitive Konsum, während quasi Blau der Maximalkonsum ist, der vermutlich auftritt. Also so verstehe ich das jetzt gerade. Mal gucken. Ich muss ja auch nicht lange warten, es müssen ja nur die 100 produziert werden. Pro Minute dachte er ja an, ne? Ich weiß ja nicht. Okay, egal. Das kann und darf so weiterlaufen. Ich guck lieber. Ja, 43 nochmal. Dass ich weiter auch die Stahlträger parallel mache. Ich hole doch noch eine Batterie. Machen wir es komplett über Taktungskurs. Oh, Moment. Jetzt ist es leer. Es läuft nichts mehr drüber. Dann können wir das auf jeden Fall auch abschalten. Wow. Hat sich ja fast schon gelohnt. So, und dann übertakte ich das temporär auf das Dreifache. So kriege ich dann 6,25 pro Minute. Aber es braucht auch sehr viel Strom. Ich guck mal, ob das jetzt dazu führt, dass ich hier irgendwie Probleme kriege oder ob das passt. Für mich schaut es aus, dass das alles passt. Okay, und ja, Konsum schwingt sich hier zwischen durch mal sehr hoch und dann wieder sehr niedrig. Leicht, aber nur vielleicht wäre es, glaube ich, ganz schlau. Schon mehr Strom rein zu tackern. Ja. Und die letzten vier noch hier rein. Zweiundzwanzig, ich brauche da definitiv mehr, ne? Also. Guck ich mal, wie viel Strom hier jetzt angezeigt wird. Nee, sieht auch nicht besser aus. Irgendwas funktioniert hier noch so gar nicht, wie ich mir das denke.
Egal. Irgendwas wollte ich hier oben. Warte mal. Genau, ich wollte Ressourcen holen, die ich zu Tickets machen kann. Ich mache die komplette Plattenproduktion mal zu Tickets, weil wird ja wieder produziert. Sechs, fünf. Oh gut, das ist eine sehr schöne Produktion. Ja, okay, ich reiz echt nicht. Was ich aber ralle, ist, dass wir, wie gesagt, diese Power Storage haben. Die möchte ich auch auf jeden Fall noch bauen im Laufe des Let's Plays. Und damit werde ich dann einen riesigen Energiekomplex bauen, wo Energie zwischengespeist wird. So mindestens, ja, 2, 3 Spielstunden zum Beispiel. Notfalls auch ohne Strom auskomme, wenn halt alle Kraftwerke aufgeben, plötzlich. Oder wenn ich halt eine Umbau-Arie wieder lostrete. Was ich weiß, nicht sein muss, aber passieren kann. Na gut, noch 54 verarbeiten muss, lasse ich ihn das doch mal machen. Also Leute, ihr seht, es wird nicht weniger. Hier staut sich das schon alles. Fünfzig können sich nur hier versammeln. Auf dem Laufband sind es 13. Dann sind das auch nochmal 50 nachher. Aber ich muss das dann so abpassen, dass ich nur noch 13 theoretisch brauche. Weil das sind dann die, die vom Laufband noch übergehen am Ende. Um halt zu sagen, okay, jetzt passt es. Ich will nämlich da definitiv keine Überproduktion haben. Na gut, wie schaut's aus? Fleißig, fleißig. Gut. Was mache ich mal am besten, damit das nicht den ganzen Part füllt? Genau, ihr wisst es schon. Ein kleiner Break. Also eine kleine Unterbrechung, die ihr nicht wirklich wahrnimmt, weil das ja wirklich nur für euch ein kleiner Sprung in der Folge ist. Aber ich immerhin wahrnehme, weil ich ja auch der Let's Player bin am Ende. Der sich die Zeit auf sich nimmt, ne? Gut, dann würde ich sagen, man sieht und hört sich auf jeden Fall gleich wieder, wenn alles fertig ist quasi soweit. Also wenn nur noch die letzten, sagen wir mal, 13 Träger fehlen, würde ich sagen. Machen wir das so? Oh, nicht unbedingt. Aber wenn halt die letzten paar Sachen am Durchrattern sind, dann melde ich mich zurück. Von daher würde ich sagen, man sieht und hört sich auf jeden Fall gleich wieder und von daher bis gleich. Leute, ich war mal so frei und habe mir mal geguckt, also reingepackt, wie viele Stahlträger ich brauche. Das wird wahrscheinlich nichts mehr in dem Part. Aber was auf jeden Fall was in diesem Part hier wird, ist, ja, dass die 100 gleich voll sind. Dafür sind die Kabel hier gleich leer. Und ich kann dann dementsprechend hier wieder runterschrauben von der Produktionskette her, also die Menge.
und bin etwas stolz drüber auch, weil logischerweise verrechnet sich das dann von selber. Wie gesagt, wir brauchen immerhin 2844 Stahlbeams. Die sind nicht mal annähernd fertig. Also wirklich so gar kein Stück. Und ich sag mal so, selbst wenn ich hier jetzt jeden einzelnen wegsnacke, während die produziert werden, komme ich nicht mal annähernd an die Menge, die ich brauche. Wie ihr gesehen habt, habe ich auch mal ganz kurz umgebaut gehabt, was das anbetraf mit dem Schrauben. Wie gesagt, alles nur damit das langsam mal hier unten ja auszieht, sag ich mal so, das Bereich, und dann langsam hier nach oben umzieht. Deswegen habe ich das ja auch, das da wirklich nur temporär hingebaut. Aber wie gesagt, ich werde auf jeden Fall hier das ganze Dach noch zuhustern. Vielleicht wäre es auch nicht schlecht, wenn ich das jetzt versuche, mal weiter fortzuführen. Genau. Alles in allem werde ich dann alles hier oben in Zukunft anfertigen. Und nach unten dann logischerweise umleiten. Leiten. Gut, je nachdem, wie es halt passt natürlich, ne? Wenn es natürlich zum Beispiel nicht passt, dann bringt es ja auch nichts, wenn ich mich da abquäle, es passend zu machen. Und dann mich dann, ja, somit nur herumärger. Was ich aber sagen kann ist, umso mehr ich hier herumbastel, umso mehr merke ich auch, was eigentlich mein Fokus sein sollte. Und leider liegt mein Fokus tatsächlich darin, es zu schaffen, fertig zu werden. So. 24. Ja gut. Hier 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Latten. Und ja, Dach ist fast fertig, dann mache ich das doch mal parallel mit. Gut. Aber wie gesagt, das komplett fertig machen, nicht machbar. So. Ja, das passt, das ist ganz gut. Jetzt alle bis auf ein Steck hier mal rein. Und dann gucken wir mal. Ja, es rattert weiter. Sehr schön. Gut, was viel wichtiger ist, wir haben jetzt natürlich die 100 drinne.
und können dann somit jetzt uns komplett nur noch hier drauf fokussieren. Nehme das nochmal raus, damit ich wirklich die finale Übersicht habe und nicht separat nachschieben muss. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Ich werde zumindest die Tickets jetzt noch versuchen, einigermaßen voll zu kriegen. Daher wir nicht annähernd an die Menge allerdings rankommen, werde ich nochmal gucken, ob ich nicht das ein oder andere später verlege. Ja, komm, zum Beispiel Asphaltdinger kann ich auch später verlegen. Das Double Ramp Set kann ich auch auf später verlegen. Und ganz ehrlich, würde sagen, sogar die Pipe-Dinger eigentlich in der Theorie. Aber nee, wir schmeißen das hier noch raus. So, 25. Wenn wir annähernd an die 25. Wahnsinn, sind wir doch eigentlich. Moment. Auf Standby. Dich auch auf Standby. Treibstoff wieder hier rein. Sortieren und da auch sortieren. Gut, dann haben wir das zumindest safe. Und jetzt haben wir halt eine Menge Neues. Wall Outline, Double Wall Outline, ne? Oh, die Double Wall Outline sind natürlich ganz praktisch für. Ja, okay. Gut, dann das muss ich mir merken. Ja, hier Blueprinting, das hatten wir schon vorher freigeschaltet. Dann haben wir hier Pipeline in MK1 und nur Indikator, also boah, hat keinen Zwischenpumpring noch zusätzlich. Oder kein Indikator, wie weit es ist. Weil hier sieht man ja, wie weit es voll ist, bei den anderen nicht. Ja, da haben wir halt die Wall Support und Floor. Und wir haben hier ganz viele tolle, fantastische Schilder, die aber auch echt fucking was kosten in der Produktion. Okay. Transport ist nichts dazugekommen. Ramp sind wir nochmal. Ja, genau. Angepasst wurden. Kann ja mal gucken, wie das aussieht, wenn ich das jetzt zum Beispiel hier dran mache. Sieht gut aus. Ja, das sieht auf jeden Fall schön aus. Wirklich nur wegen der Optik. Nicht mehr und auch nicht weniger. Cool. Was auch noch cool ist. Dass wir jetzt das Dach verschließen. So, jetzt ist das Dach final zu. Zumindest hier in dem Bereich. Hier haben wir noch unsere Notzugangslücke. Da machen wir zumindest das noch zu, weil wir brauchen wirklich nur diese eine Zustiegsluke. Ne? Das reicht völlig. Und dann passt ja der Rest. Gut. Pipelines brauche ich ja eh erstmal nicht produzieren, da habe ich ja noch genügend auf Vorrat. Und ja, hier radert es einfach fleißig vor sich her. Gut, Leute, dann würde ich sagen, im nächsten Aufnahmesession werde ich mich darum kümmern, weiter die Quarzproduktion anzukurbeln, also dass das hier langsam mal ankommt. Weil so weit entfernt ist es ja in der Theorie nicht mehr und ich habe ja jetzt auch inzwischen wieder MK1 Laufbandmaterial auf Vorrat. Wie viel habe ich eigentlich gerade im Inventar? Ja, also wir können theoretisch auch jetzt noch mal ein Stück weit es vorantreiben. Aber alles in allem, ja, ihr seht es ja schon kommen, werden wir im nächsten Part
in den nächsten Aufnahmen viel mehr machen. Was sagt ihr überhaupt die Zeit? Ja, ein paar Minuten habe ich noch, also ich muss nicht sofort jetzt hier aufhören quasi. Gut, machen wir dann doch nochmal hier ganz kurz. Wer weiß, vielleicht schaffe ich auch noch das Quarz heute noch anzuschießen. War mir klar. Den Busch noch eben kurz mit entfernt. So. Jetzt kurz überlegt. Dann gehe ich hier am unter das Wasser durch. Ja, das macht Sinn. Vor allem, ich muss 4 Laufbänder nachher hier längs führen. Das wird richtig lustig, wie gesagt. Oh, sag mal. So, jetzt gehen aber die Platten auf jeden Fall gut. Eieiei. Und das, obwohl ich mal irgendwann gesagt habe, es ist eigentlich relativ wurscht, wie ich die Laufbänder aufbaue. Ihr erinnert euch? Gut, das Kabel kann ich jetzt definitiv nicht mehr als Schnellreiser definieren hier unten. Wobei ich kann. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier gucken, dass ich die Stromzufuhr wieder herstelle. Jetzt ist der Strom wieder da. Genau, und jetzt ist es wieder normal. Sehr gut.
So. Ah, noch so ein Kabel, was ich unsauber verlegt habe. Gut. Okay. Okay, das ist jetzt echt ein bisschen... Gut. Also das linke, das muss auch links anschließen, also hier quasi. Jetzt hätte weh, wenn ich überlege, dass ja noch zwei weitere reinkommen eventuell. Ach ja. Wenn man halt merkt, okay, es wird doch noch mal ein bisschen komplexer. Aber wir haben es gleich, Leute. Oh Gott, das will noch nicht. Braucht tatsächlich doch länger, als ich wieder erwartet hatte. Obwohl ich halt wirklich akut so baue, dass es halt nicht wirklich mehr auf Schönheit, sondern auf Funktionalität ankommt gerade. Schönheit kann ich immer noch. Sei immer so, ne? So. Rein logisch betrachtet. So. Weil logisch. Genau.
jetzt noch ganz nach vorne mit dieser Schiene. Und das muss tatsächlich auf der Höhe sein. Oder nee, warte. Warte, das ist auf der letzten hier, ne? Genau, das heißt 1, 2. 1, 2. 1, 2. Zwei. So müsste es sein. Okay, mal ganz kurz nachdenken. Ich könnte jetzt schon mal die Kohle wiederum umbauen, damit die an der richtigen Stelle rauskommt. Macht das Sinn? Macht, glaube ich, total Sinn. Das heißt, das Stück, das Stück, das und das. Ah, das stimmt ganz grob überein. Also wo ist die Kohle da? So, sehr schön. Da habe ich Kohle wieder drauf. Ja toll, jetzt habe ich wieder hier das Kohleproblem, das ich schon mal hatte, dass ich hier Überschusskohle habe. Ärgerlich. Aber ich habe jetzt gerade eine kleine Idee, wie ich das mal ganz schnell lösen kann. So. Ein Konvoier. Und jetzt die Kohle da rein. Genau, dann kommt da erstmal die Kohle. Gut, die ich ja eben rausgepickt habe quasi. Sehr schön. Jetzt muss ich gucken.
Da ich ja jetzt gerade quasi genau invertiert plane. Was halt total dumm ist eigentlich, aber mache ich gerade mal. Nein, nein. Okay. Bestimmt total funktionell. So, und dann jetzt wieder hoch und gucken, ob ich das theoretisch gesehen an der richtigen Stelle angeschlossen habe und so weiter und so fort. Und dann kann ich auch erstmal ja wieder mit einem viel zu langen Part beenden, mehr oder minder. Oh Mann, ey, Leute. Genau angepasst. Bäumchen. Und dann läuft das aber genau gespiegelt in das erste rein. Genau. Puh, ich hatte schon Sorge. Kann ich mich ja doch ein bisschen freuen, Leute. So. Einkohle kann ich ja verknusen, das kann ich ja einfach, wisst schon, entsorgen. So, da nochmal Eisen rein und jetzt kann ich nur noch sagen, ab nach oben. Letzter Nachschauungspunkt und dann passt das. Dann ist der Part heute auch wieder länger. Aber ich entschuldige mich sowieso nochmal für alle Parts, die immer so lang werden. Das liegt einfach auch daran. Es macht echt Laune, das Spiel. Also ihr merkt es bestimmt auch selber, wenn ihr zuschaut, dass das Spiel sehr aufwendig gemacht ist an sich und auch sehr viel Spaß bringt. Na also, egal wie man spielt, es macht gute Laune. Und deswegen bin ich ganz ehrlich, lasst mich doch so lange spielen, wie ich möchte. Und wenn ich halt eine Stunde im Spiel verbringen würde, was ich auf keinen Fall jetzt vorhabe, by the way. Von daher würde ich sagen, ich speichere mal das Spiel. Ich muss sowieso die Parts auch noch schneiden und rendern. Also das, dafür brauche ich auch noch Zeit. Deswegen würde ich sagen, einmal halt, wir können noch gucken. Also wir haben jetzt hier nochmal knappe 4 Stunden obendrauf, also 3,5 Stunden obendrauf gebracht. Freut mich. Ne? Also alles in allem sehr schön, dass wir nochmal so lange in diesem Spiel verbracht haben. Ich habe aber das Gefühl, dass wir so langsam dem Ende näher kommen, was natürlich gut ist. Ich will nicht schlecht reden, es ist gut. Ich muss nur gucken, dass ich meine ganzen Produktionsketten viel, viel, viel besser aufbaue. Weil so kann das definitiv nicht weitergehen. Gut, aber wie dem auch sei. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben und dabei sein. Und ich würde sagen, man sieht und hört sich einfach beim nächsten Mal wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein. Habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Stars. Haut rein und ciao. Tschüss.